Hallo Leute, hier ist Tata und jetzt gibt es das nächste Video von mir. Und wir machen mal mit der Kampagne weiter. Wir hatten ja an die Waffen abgeschlossen. Die Videos sind ja alle schon oben. Und jetzt fangen wir mal mit der nächsten Kampagne an. Diesmal spielen wir als Araber gegen die Kreuzzügler. Und ja, den Hintergrundtext, den werde ich jetzt hier nicht mehr anhören. Ich meine, wer den lesen will, kann das Spiel spielen. Übrigens, das Spiel ist jetzt gerade im Moment, in dem ich das Video drehe, für 1,56 € oder so auf Steam. Das kann man ohne zu zögern kaufen, da macht man nichts falsch. Also das Spiel ist deutlich mehr Spielspaß wert als die 1,50 €. Also wenn ihr es noch nicht habt, guter Moment zuzuschlagen. Und dann könnt ihr das ja auch alles selber spielen. So, wir müssen alle feindlichen Einheiten töten und was? Versammelt eine Armee, marschiert weiter nach Damaskus. Wir nehmen jetzt Damaskus ein. Ja. Wie die Rebellen heute in Syrien, die wollen das ja auch. Heute ist Damaskus wieder ein kriegerischer Schauplatz. Schade eigentlich. Was haben wir denn für eine Geschwindigkeit? Das spielen wir vielleicht nicht auf 90. So. Was haben wir denn hier? Bogenschützen, Schwertkämpfer, Schleuderschützen. Ich habe hier 116 Schleuderkämpfer, Bogenschützen und ein Rambock. Würde ich sagen, wir nehmen einfach mal das alles, packen das hier hin. Mit Doppelklick laufen die an ihrer eigenen Geschwindigkeit. Und dann schauen wir mal, dass wir alles gleichzeitig hier zum Wirken bringen. Passen, dass ja vielleicht kein arabischer Bogenschütz stirbt, weil die ja doch dann für später noch wichtig sein könnten. So. Da haben wir das schon mal geklärt. Und wir wollen das ja mit möglichst wenigen Verlusten machen. So, dann nehmen wir unseren Hamburg. So, der redet sogar auch Arabisch. Ich glaube, das machen, wenn man arabischen Fürst wählt. Ich spiele nie einen arabischen Fürst. Wenn man arabischen Fürst wählt im Kreuzzug und baut dann in Hamburg, hat er dann eine arabische Stimmausgabe. Das wäre cool. So. Hier, die können ja schon mal darauf schießen, genau. So, man kann jetzt durch. Und die Bogenschützen können jetzt hier hoch und die hier theoretisch auch. So, töten wir mal die ganzen, möglichst ohne Verluste mit Hit and Run und so. Tausend Steine an den Kopf hier. So, dann schauen wir mal, dass wir den hier noch töten. Und dann machen wir es einfach so, dass wir hier hochgehen. Und hier einen Nahkampfangriff drauf machen. Ich habe so viele Einheiten. Überrennen wir die einfach. Wie schnell er hier stirbt. Ich meine, ja, der hat auch ein, zwei von denen mitgenommen, aber insgesamt geht das schon ganz gut. Ja, die Einheiten die sterben ab dem Nahkampf. Wir haben alle hier, stellen die davor und dann schleudern wir sie tot. Und wir Steine an den Kopf. Ja, auf Dauer sterben die dann auch. Dauert gar nicht so lange. Zack, zack, zack. Der Feind ist bezwungen. Und dann haben wir die erste Mission auch schon hinter uns. Das ging ja jetzt schnell. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt ein kurzes Video. Ich denke, die werden alle relativ schnell gehen. Belagert die Burg und reißt die Kathedrale ein. Pause. Die nächste Mission, die mache ich jetzt. Kommt dann ins nächste Video, die mache ich vielleicht jetzt auch gleich. Und ja, morgen, also ich werde das Video, ich denke, ich werde das Video heute noch am Montag hochladen. Morgen am Dienstag kommen dann die neuen Philipp-Bogen. Und ja, da habt ihr dann die nächste KI. Und ihr habt noch
ja, bis dahin Zeit abzustimmen, was dann die KI nach dem Philipp sein soll. Schreibt das unter das letzte Vorstellungsvideo, das ist das vom Wolf, welche KI, die ich noch nicht hatte, ihr haben wollt. Und ja, dann werde ich da entsprechend die dann als nächstes machen. Das war's für das Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.